Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Verbindung oder überhaupt Bindung zu deinem Hund. Und ich habe euch ein Video von mir mitgebracht, in dem ich mit der Emma spazieren gehe. Und ich wollte euch ein bisschen über unsere Vergangenheit erzählen und unsere jetzige positive Gegenwart. Und zwar ist es so, dass die Emma die ersten 4 Jahre ihres Lebens bei uns gelebt hat und dann aufgrund verschiedener Umstände familienintern ausziehen musste. Und ich jetzt lange Zeit nicht mit ihr unterwegs war und jetzt aber wieder mit ihr unterwegs sein darf. Und zwar ist sie jetzt schon seit ein paar Wochen wieder bei uns und wird vermutlich auch noch ein paar Wochen bei uns bleiben. Und ja, die ersten Spaziergänge war ich mir nicht so wirklich sicher, ob ich sie frei laufen lassen soll oder nicht. Und habe dann einfach auf sie und auf mein Gefühl gehört und habe sie laufen lassen. Ja, in der Vergangenheit war das halt so, dass Emma ein sehr eigenständiger Hund war oder es auch immer noch ist. Und unsere Verbindung damals, also vor ungefähr 6 Jahren, bevor sie ausziehen musste, nicht so gefestigt war. Also wenn ich sie losgemacht habe, ist sie jagen gegangen. Sie hat sich überall festgebuddelt und ja, war nicht abrufbar. Jetzt ist es ja so, dass ich mit ihr wieder unterwegs sein darf und unser Ersthund, der Johnny, ja leider vorletztes Jahr verstorben ist und jetzt nicht mehr mit dabei ist und ich jetzt quasi komplett mich auf sie konzentrieren kann und darf und ich da nochmal durch mein neues Wissen der letzten 6 Jahre sehr viel mitnehmen durfte und sehr viel jetzt umsetzen. Genau, also die Verbindung zu ihr war damals gestört, kann man so sagen, durch den anderen Hund, durch die Umstände, dadurch, dass ich nicht voll bei ihr war, mental nicht voll bei ihr war und das hat sich jetzt doch deutlich geändert. Wenn ich jetzt mit ihr gehe, gehe ich mit ihr. Ich gucke nicht aufs Handy, ich bin nicht mit den Gedanken woanders und das kann ich euch als Tipp auch nur so weitergeben. Wenn ihr mit eurem Hund draußen unterwegs seid, seid mit eurem Hund draußen unterwegs und seid nicht mit anderen Sachen beschäftigt. Telefonieren, WhatsApp, Instagram. Natürlich kann man das mal machen, aber in erster Linie solltet ihr eine mentale Verbindung zu eurem Hund haben. Idealerweise sollte diese mentale, emotionale Verbindung von euch beiden ausgehen. Das heißt, der Hund sollte auch bei euch sein. Und das kriegt ihr hin, indem ihr viel gemeinsame Zeit verbringt, durch zum Beispiel die Tierkommunikation, durch gemeinsame Meditationen, indem du immer wieder trainierst, die Verbindung zu deinem Hund aufrechtzuerhalten. Du kannst dir dabei vorstellen, ja, dass eine Leine oder ein Gummiband von deinem Herz zu dem Herz deines Hundes geht, dass ja, das immer wieder gespannt wird und gerade wenn der Hund sich weiter entfernt, dass du dir dann vorstellst, dass du es vielleicht zu dir ranziehst, einfach damit er nicht so einen großen Radius, ja, damit er nicht so weit wegläuft. Außerdem kannst du dir mental vorstellen, ihm einen gewissen Bereich abzustecken. Das ist aber total individuell, wenn du sagst, okay, ich habe das Gefühl, wir haben eine gute Verbindung, wenn der Hund sich 2-3 Meter um mich herum bewegt, dann geh hin und stecke ein mentales Feld ab. Wenn er weiterläuft, rufst du ihn zurück, entweder wirklich sprachlich oder mental, indem du ihm sagst, so nicht, du überschreitest deine Linie. Oder du die Leine, auch mental, wieder kürzer nimmst. Genau, also das ist aber total individuell, ob du sagst 2 Meter, 20 Meter oder 100 Meter. Das müsst ihr für euch beide herausfinden, was euer Wohlfühlradius ist. Was außerdem sehr hilfreich sein kann, ist die klare Vorstellung von dem, wie es zu laufen hat. Auch da wieder ein kurzer Bericht von mir. Mit dem Johnny war das die letzten Jahre so, dass er halt von Weitem schon jeden Hund signalisiert hat, du brauchst gar nicht näher kommen. Und ja, das hatte ich halt so in mir. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem anderen Hund unterwegs war, hatte ich immer gleich diese Anspannung in mir. Jetzt geht's gleich los. Diejenigen unter euch, die selber solche Hunde haben, die wissen genau, was ich meine. Und da ist es halt ganz wichtig, dass du versuchst, nicht
in dieses Muster zu fallen, sondern stell dir wirklich vor, wie es optimal laufen kann. Ihr geht entspannt an anderen Hunden vorbei. Dein Hund ist optimal abrufbar. Dein Hund frisst nichts, dein Hund suhlt sich in nichts. All das sind Vorstellungen, die du während des ganzen Spazierengehens dir vorstellen kannst, aber auch immer wieder zu Hause. Und wenn dir das schwerfällt, kannst du auch hingehen und sie dir aufschreiben. Auch da, idealerweise schreibst du auf, wie es zu sein hat und nicht, wie es nicht zu sein hat. Das heißt, der Hund bleibt in deiner Nähe, der Hund konzentriert sich auf dich, der Hund bleibt sauber, wenn du das möchtest. Ganz viel liegt natürlich an dir. Ja, da lohnt es sich immer wieder, bei sich anzufangen und auf sich zu gucken, was da gerade Thema ist. Und dein Hund ist, wie gesagt, ein wunderbarer Spiegel und ein wunderbarer Zeiger. Also er zeigt dir wunderbar, wo es bei dir oder ja, in eurer Beziehung noch etwas zu bearbeiten gibt. Wenn du da Fragen hast oder Hilfe benötigst, melde dich gerne bei mir. Ich schaue gerne bei deinem Hund und ich schaue auch gerne bei dir und helfe euch da gerne bei der Problemlösung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasse gerne ein Like da, abonniere gerne meinen Kanal. Demnächst kommen wieder öfter Videos und besuch mich gerne auch bei Instagram und Facebook. Ansonsten wünsche ich dir und deinem Hund einen wunderschönen Spaziergang. Macht's gut!